Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um das intermittierende Fasten. Ja, das intermittierende Fasten, du hast vielleicht auch schon davon gehört, von dem unterbrechenden Fasten, intermittierendes Fasten, Intervallfasten, 16-8-Fasten. Es gibt da viele verschiedene Ausdrücke für. Das kursiert schon seit einigen Monaten, vielleicht sogar Jahren im Raum. Auch ich möchte gerne was zu sagen, denn es ist eine geniale Geschichte. Dieses intermittierende Fasten nimmt die Problematik weg, dass man lange, ausgiebige, vielleicht auch sogar gesundheitsschädliche Fastenkuren machen muss, unter denen man unter Umständen leidet. An dieser Stelle sei gesagt, jeder, der das mag, der gerne lange fastet, you're welcome. Also macht es, fastet, das ist echt super. Aber ich rede jetzt hier von den Menschen, die vielleicht ähnlich wie ich persönlich auch sind, die nämlich sagen, also Fasten ist eigentlich gar nicht so meins, ich muss im Alltag funktionieren, ich habe einen Job, ich habe eine Family, ich kann nicht permanent auf Essen verzichten, ich schaffe das nicht, mich rauszuziehen, 3 Wochen irgendwo in einen Retreat zu gehen und nur Tee zu trinken. Für die ist das intermittierende Fasten genial. Intermittierendes Fasten bedeutet, dass ihr von den 24 Stunden am Tag nur für 8 Stunden Nahrung aufnehmt und für 16 Stunden keine Nahrung aufnehmt. Und das funktioniert in der Form, dass ihr entweder das Abendessen oder das Frühstück weglasst. Das ist eigentlich das einzige Geheimnis dabei. Es gibt sicherlich noch allerlei andere Ideen, die man da macht, wo man sagt, okay, 2 Tage esse ich normal, dann esse ich einen Tag gar nicht oder... Das ist alles möglich, das wird aber irgendwie kompliziert. Einfach ist es, dieses 16-8 im Kopf zu haben und da auch nicht zu päpstlich mit umgehen. Wenn das 16-8 jetzt eine 15-9 ist, dann ist es auch nicht so dramatisch, aber man kann sich 16-8 einfach schön merken. Okay? Also, für die meisten ist das intermittierende Fasten dann nämlich durchführbar. Ihr müsst nur rausfinden, was für ein Typ ihr seid. Seid ihr der Frühstückstyp oder der Abendtyp? Der Abendtyp lässt das Abendessen weg und der Frühstückstyp lässt das Frühstück weg. Wenn ihr also schon immer irgendwie ungern gefrühstückt habt, dann ist es für euch vielleicht optimal, einfach aufs Frühstück komplett zu verzichten und dann erst mit dem Mittagessen den Tag quasi mit Nahrung zu beginnen. Und wer abends sagt, ich muss abends irgendwie nicht mehr essen, das brauche ich nicht, für den ist es optimal, wenn er einfach dann irgendwann nachmittags aufhört zu essen. Also im Idealfall ist es so, wenn ihr abends das Essen weglasst, dass ihr so um 15 Uhr das Essen aufhört und früh um 7 dann wieder Frühstück habt. Das hängt natürlich von euren Frührhythmen ab, wann ihr tagsüber aufhört. Ja, je nachdem, wann ihr auf die Arbeit geht, wann ihr frühstücken wollt oder müsst. Und genauso ist es mit dem morgens weglassen. Da ist es eben am idealsten, wenn ihr einfach dann um 12 Uhr erst das Essen anfangt und abends so um 20 Uhr die letzte Mahlzeit gegessen habt. Ja gut, wie geht das? Warum ist das so? Warum funktioniert intermittierendes Fasten und warum soll ich das überhaupt machen? Intermittierendes Fasten hat 2 wichtige Faktoren, die ein bisschen miteinander verbunden sind, aber die trotzdem getrennt erwähnt werden sollten. Das erste, es verlängert das Leben. Das ist schon mal grandios. Es sorgt dafür, dass ihr langsamer altert. Es sorgt dafür, dass die Zellen sich besser regenerieren. Es sorgt dafür, dass die Kommunikation der Zellen besser funktioniert. Es sorgt dafür, dass bestimmte Neuropeptide stärker ausgeschüttet werden. Es sorgt dafür, dass weniger Krebs entsteht, weil nämlich, wenn ich den Zellen Kalorien wegnehme über einen gewissen Zeitraum, dann machen sie oder schmeißen sie die Apoptose an. Vor allen Dingen die Zellen, die eventuell defekt sind. Und Krebszellen sind erstmal auch einfach defekte Zellen. Und das heißt, wenn die unter so einem ständigen Glukose, in so einer ständigen Zuckersuppe durch immerwährendes Essen, wenn die da drin so schön baden können, dann werden die irgendwann unter Umständen weiterleben, obwohl die eigentlich defekt sind. Nehme ich denn aber die Nahrung weg, überlegt sich der Körper sehr gut, was fütter ich nicht. Und das Defekte wird nicht gefüttert, also darf es sich erneuern. Das heißt, die sogenannte Apoptose wird angeleiert und das funktioniert schon mal sehr gut. Dann ist es so, dass der Insulin Growth Factor verringert wird, der ist wiederum verantwortlich für Krebs. Insulin wird gesenkt in der Zeit, in der ich nicht esse. Das ist auch wieder eine Anti-Krebs-, Anti-Aging-Geschichte. Das heißt, das zu viel an Insulin, das ich ständig im Körper habe, sorgt dafür, dass meine Zellen und mein Körper schneller altert.
Also das sind mal die wichtigen Faktoren. Entzündungen werden gehemmt. Das heißt, chronische Entzündung kann ich in den Griff kriegen, indem ich die Kalorien einfach reduziere, beziehungsweise immer diese Fastenphase einbaue. Die Mitochondrien werden sich vermehren. Mitochondrien sind die kleinen Energiekraftwerke in unseren Zellen und die werden vermehrt. Das ist auch großartig, denn dadurch habe ich mehr Energie und mehr Leistungsfähigkeit und einen besseren Nutzen von der Energie. Und was noch passiert ist, dass die Insulinsensitivität besser wird. Das heißt, wenn ich aufhöre zu essen, dann sind die Insulinrezeptoren, die erholen sich und sind dann in der Lage, feiner zu reagieren, wenn wieder Essen kommt. Das heißt, Altersdiabetes ist dann ad acta gelegt. Es spielt dann keine Rolle mehr, wenn ich das schaffe, regelmäßig durchzuziehen. Das sind mal die positiven Benefits auf der einen Seite für Anti-Aging. Und das andere, was genial ist, ist, dass es gleichzeitig hilft beim Abnehmen. Also jeder von euch, der abnehmen möchte, egal ob ihr jetzt viel Übergewicht habt oder vielleicht nur ein paar kleine kosmetische Röllchen, die weg sollen, es hilft, Fett zu verbrennen. Und zwar nicht nur oberflächliches Hautfett, sondern auch das viszerale Fett, das sich zwischen den Organen befindet, das auch viel gefährlicher ist. Warum hilft es, das Fett zu verbrennen? Wenn ich nur 8 Stunden esse und dann die anderen 16 Stunden nicht, dann ist es irgendwann so, dass nach ein paar Stunden, manche sagen nach 4, manche nach 8 Stunden, es ist ein bisschen unterschiedlich, auch je nach Organismus, beginnt ganz einfach der Punkt, wo der Körper keine direkte Glucose mehr zur Verfügung hat, um Stoffwechsel zu betreiben, und dann braucht er irgendeine Quelle für Energie. Und diese Energiequelle, die holt er sich dann aus den Fettzellen. Das ist schon mal klasse. Das heißt, es fängt dann an, dass ich Energie aus Fett produziere, über diese Kurzzeitketose. Also ich mache eine Kurzzeitketose und bekomme dann Energie aus den Fettzellen, weil die Fettzellen umgewandelt werden und dann den Mitochondrien zur Verfügung stehen zur Energieproduktion. Das wird natürlich noch mehr verstärkt, wenn ich das Fasten mache, während ich noch normal im Alltag stehe. Also wenn ich morgens zu Beginn mit dem Tag, mit der Arbeit oder abends eben den Tag ausklingen lasse und meine ganzen Dinge tue, die man am Abend so tut, dann ist es so, dass die Fettverbrennung eben noch weiter funktioniert. Also das ist klasse, das heißt, ihr schmilzt, wenn ihr intermittierendes Fasten betreibt. Gleichzeitig ist es so, dass die Möglichkeit abzunehmen gegeben ist, obwohl ihr normal weiter esst. Und das finde ich grandios. Ja? In diesen 8 Stunden, in denen ihr esst, esst ihr bitte das, was ihr normalerweise esst. Also da gibt es natürlich auch Nuancen und Unterschiede, aber es ist völlig okay, wenn ihr die gleiche Kalorienmenge esst wie normalerweise auch, nur eben in 8 Stunden. Das bedeutet eben, dass man vielleicht eine Zwischenmahlzeit einbauen müsste oder nochmal kurz vor dem Fastenbeginn einfach nochmal was isst, damit man die Phase dann gut übersteht, ohne große Hungergefühle. Das wird sich auch verändern, wenn ihr das regelmäßig macht, braucht ihr immer weniger in diesen 8 Stunden zu essen. Am Anfang ist es so, dass man da reinschaufelt wie verrückt und irgendwann braucht man das einfach weniger. Ja, was darf ich denn eigentlich dann in der Fastenphase essen? Was darf ich normal essen? Wir haben schon gesagt, in den 8 Stunden darf ich im Grunde alles essen. Es versteht sich ja von selber, dass wir die Dinge, die als offiziell ungesund gelten, einfach meiden sollten. Wir persönlich stehen für eine voll vegane Ernährung, am besten glutenfrei, zumindest aber weizenfrei. Das ist das Optimale, wenn ihr das schafft, aber egal, wo ihr gerade steht von eurer Ernährung, ihr profitiert davon. Also ihr profitiert immer vom intermittierenden Fasten. Was darf ich in der Fastenphase? In der Fastenphase ist es so, es gilt ganz klar, ich darf nichts essen. Also alles, was irgendwie fest ist, möchte ich nicht haben, weil ich möchte ja meinen, dass mein Verdauungssystem zur Ruhe kommt, sich reinigen und regenerieren kann. Also nichts Festes, alles weglassen. Was mit Flüssigkeiten? Wasser darf ich trinken, kein Problem. Wasser mit Zitrone darf ich trinken, kein Problem. Unterstützt die Fettverbrennung, unterbricht nicht die Fastenperiode. Wasser mit Stevia darf ich trinken, ist in Ordnung. Stevia unterstützt auch wieder die Fettverbrennung und sorgt nicht dafür, dass das Fasten unterbrochen wird. Alle anderen Süßungsmittel sind nicht erlaubt. Was ist mit Tee? Ja, Tee ist erlaubt. Es gibt bestimmte Tees, da muss man vorsichtig sein, wenn da zu viel Gewürze enthalten sind oder irgendwie Süßholz oder ähnliches. Das ist vielleicht nicht so gut, aber die klassischen Kräutertee, Früchtetee und auch Gewürztee mit richtigen Gewürzen, die möglich sind, die sind klasse. Gute Gewürze sind Ingwer, Zimt, Pfeffer. Das funktioniert ganz gut. Kardamom geht auch noch. Damit wären wir dann zum Beispiel bei so einem Chai-Tee. Also sowas funktioniert, sowas kann man trinken. Das dann gesüßt mit ein bisschen Stevia, super, kommt ihr super über die Zeit. Kaffee, ja, Kaffee geht.
Kaffee, es ist fraglich, ist der gesund oder ungesund, das ist ein anderes Thema, aber Kaffee kann man trinken, auch wieder gesüßt mit Stevia ist völlig okay. An dieser Stelle jetzt Vorsicht, es gibt manche, die trinken den sogenannten Bulletproof-Kaffee, das heißt Kaffee mit ein Stück Butter drin oder Kaffee mit Olivenöl, mit Kokosöl. Und diese beiden Varianten sind zwar so, dass sie das Abnehmen nicht unterbrechen, aber diese ganzen positiven Benefits, die ich sonst noch habe fürs Anti-Aging, die werden dann unterbrochen, weil ich ja da dieses Fett dazugebe. Das sollte ich meiden. Wenn ich nur Insulin runterhalten will und abnehmen möchte, dann ist es okay, wenn ich ein bisschen Fett mit in den Kaffee reingebe, aber ich sollte das am besten eher gar nicht machen. Was ist mit grünem Tee? Grüner Tee geht. Grüner Tee ist absolut ein Benefit. Das ist sehr gut. Ihr müsst nur schauen, wann ihr die Fastenphase habt. Wenn ihr sie abends habt, dann solltet ihr möglichst keinen grünen Tee trinken und auch keinen Matcha-Tee, weil ihr da nicht schlafen könnt. Da ist Koffein drin. Das gleiche gilt für den Kaffee. Koffeinfreier Kaffee übrigens geht auch. Also kann man auch trinken. Für die Leute, die morgens fasten, ist das dann das optimale Getränk, weil das alle möglichen Benefits nochmal zusätzlich hat und viel unterstützt in Richtung Anti-Aging und auch in Richtung Gewicht verlieren. Also das sind die Sachen, die absolut gangbar sind, die absolut machbar sind. Säfte und Smoothies werde ich öfter noch gefragt. Wie ist es mit grünem Saft, Selleriesaft, Grassaft, Weizengras und all die ganzen Dinge? Ganz klares, nein, nicht. Das unterbricht das Fasten. Das baut bitte in die Zeit ein, wenn ihr eure normale Nahrungsaufnahme macht, also in den 8 Stunden, aber nicht in der Fastenphase. Damit sind wir übrigens nochmal bei einem wichtigen Punkt, weil warum frage ich nach den Smoothies? Natürlich, weil da tolle Nährstoffe drin sind. Die brauche ich, die sind wichtig. Ihr braucht in diesen 8 Stunden bitte Nährstoffe. Fangt nicht an und esst dann irgendwie, wenn ihr das Fasten macht, mittags Pommes mit Mayo und dann am Abend gibt es ein Brot mit irgendwie Käse und dann geht ihr in die Fastenphase. Das ist schlecht, weil ihr habt keine Nährstoffe. Ihr müsst also schon schauen, dass ihr in diesen 8 Stunden alle Nährstoffe kriegt. Alle Vitamine, alle Mineralien, die gesunden Fettsäuren, die gute Kohlenhydrate, damit ihr top versorgt seid. Und dann ist das Fasten absolutes ein Spaziergang. Also je mehr Nährstoffe ihr übrigens habt, desto leichter kommt ihr durch diese Fastenphase, weil der Körper gar keinen Hunger entwickelt. Ja, das heißt, wenn ihr so ein Smoothie oder sowas macht, macht den halt kurz vor dem Fastenbeginn, dann habt ihr nochmal so richtig eine Nährstoffbombe, die ihr hinterher schiebt und dann klappt das. Ich bin jemand, ich lasse das Abendessen weg. Bei mir liegt es daran, dass ich abends dazu neige, mehr zu essen, als ich darf. Also ich esse dann das Abendessen und dann nasche ich noch ein bisschen hier und dann gibt es dort noch ein bisschen was und bis ich dann endlich mal ins Bett gehe, habe ich viel zu viel gegessen. Und dadurch, dass ich das weglasse jetzt, merke ich, tut mir das total gut. Aber ich mache es auch so, kurz vor der Fastenphase nehme ich mir zum Beispiel nochmal so einen Gerstengrassaft und trinke den dann, dass ich so richtig abgefüllt bin mit Nährstoffen. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, oder? Bei dem Ganzen. Probiert das mal, macht das mal. Gebt euch mal selber so 2 Wochen, 3 Wochen, wo ihr das versucht. Wenn ihr dann mal einen Tag habt am Wochenende, wo ihr sagt, naja, heute bin ich eingeladen, ich kann das heute nicht machen, kein Problem. Das ist egal. Macht einen Tag wieder normal und dann fangt ihr wieder an mit dem intermittierenden Fasten. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber guckt mal, was es mit euch macht. Ich bin sehr gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare, die Erfolge, die ihr habt. Oder auch die Misserfolge, je nachdem. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und schreibt euch ein für unseren Newsletter. Besucht uns auf Instagram oder auf Telegram oder auf Facebook. Und in dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias.